will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ja, ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Oh, come on, oh, mein bester Freund. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. So, wir sind jetzt hier im Canyon und es geht richtig zur Sache. Es geht richtig rund. Ich kann es kaum abwarten, die Pokémon-Flöte zu spielen und das legendäre Pokémon endlich zu sehen. Ist heute das Glück gegangen? Ja! Auch wenn Mona mir wieder aus allerlei Schwierigkeiten heraushelfen musste. Ach, dort ist sie nicht so schlimm. Mein Großvater hat auch mal gesagt, ohne gegenseitige Hilfe kommen wir nicht weit im Leben. Als Mensch nicht und auch nicht als Pokémon. So wie Lilly von deinem Köns. Wärmt reizt es mich, gegen dich anzutreten, Mona. Da trifft es sich ja gut, dass gerade meine große Prüfung ansteht. Ich mag vielleicht jung sein, aber sonst stehe ich anderen Inselköniginnen und Königen, du weißt ja, und nichts noch. Mein Team, allen voran Pampros, sollte man nicht unterschätzen. Traust du dich, gegen mich und meine Pokémon anzutreten? Das sei gewarnt, ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, und ob ich mich traue? Moment noch. Ich möchte mein Pokémon austauschen. Du, dann warte ich so lange. Ja, ich möchte da gerade noch was austauschen. Und zwar würde ich ganz gerne an die Spitze dann Mantidea setzen. Ich habe so das Gefühl, dass Arcani nicht unbedingt... Naja, also als Feuer-Pokémon gerade gegen Pampros. Ja, traust du dich jetzt, oder wie? Ja, klar. Und ob ich mich traue? Ich bin die Inselkönigin Hapu. Und ich habe aus den Glitzerstein, der mir von unserem Kapu anvertraut wurde, ein Zetterling gefertigt. Ich habe nun also auch ein Zetterling, so wie du, Mona. Das bedeutet, die Kapu sehen uns beiden bei. Also, John, dies ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu. Ich werde all meine Kraft zusammennehmen, um dich zu bezwingen. Stimmt ja, das ist ihre erste große Prüfung, ihr erster großer Kampf. Hammer. Ah, ich finde sie so cool. Sie ist ein toller Charakter. Ein Dicktrainer. Bin ich ja froh, dass ich mein Pokémon ausgetauscht habe. Oh, fabulous! Jetzt wäre eine Feuerattacke nämlich echt toll gewesen. Naja. Dann das ist ein Stahl-Pokémon. Das könnte jetzt hier etwas schwierig werden. Ich werde mal gucken, ob ich mit der Solarklinge punkten kann. Wenn nicht, dann nicht. Oh, so, Sandsturm. Dauert die Solarklinge jetzt nicht länger, weil der Sandsturm die Sonne verdunkelt? Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Bildschirm. Mal gucken. Aua. Was kommt jetzt für eine Attacke? Ich bin sehr gespannt. Eisenschädel. Autsch. Oh man, die Deas Verteidigung ist ja stark. Und okay, jetzt setzen wir die Solarklinge ein. Oh, es sieht so toll aus. Es ist so schick. Yes. Aber es hat nicht annähernd genügend Schaden gemacht. Oh Mann. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, ne? Ob ich dann Prima René einsetze? Mit Schaumserenade sollten wir auf jeden Fall finishen können. Mantidea hat einfach jetzt schon so viel Schaden genommen. Das ist schade. Schon wieder Eisenschädel. Oh, René ist ausgewichen. Ausgezeichnet. Guter René. Braver René. Starker René. Schaumserenade. Los jetzt. Oh, oh, Erdbeben. Also ich muss sagen, die Attackanimationen haben es schon echt in sich. Und die Schmerzen hier auch. Das Erdbeben hat ganz schön wehgetan. Und die Idee hätte das wahrscheinlich nicht überstanden. War eine ganz gute Entscheidung. Hatte ich keine andere Wahl. Okay, was kommt jetzt für ein Pokémon? Autsch. Komm schon. Pampros. Pampros gegen Pampros ist nicht so. Ne, eigentlich nicht. Was kann mein Pampros denn? Naja, wir könnten mit... Also wir könnten mit... Ich würde... Ich möchte Prima René lassen. Ich möchte Prima René lassen. Wenn jetzt schon ihr Pampros kommt, ihr stärkstes Pokémon. Ah, es ist so wunderhübsch. Dann möchte auch ich zeigen, was ich kann mit der Z-Kraft. Und meiner grandiosen Meeressymphonie. Und ich setze meine Z-Kraft sogar zuerst ein. Ich bin mal gespannt, ob wir Hapus Z-Kraft überhaupt sehen werden. Weil mein René etwas schneller ist anscheinend. René, diktiert zu... Ultra Super René mit der grandiosen Meeressymphonie. Ich
finde es trotzdem immer noch... Also, ich muss sagen, ich mag die Starter dieser Edition nicht so gerne. Bis auf den Pflanzenstarter. Aber den hatte einfach auch jeder. Deswegen wollte ich Robball nehmen. Und so schick sie auch sein mag, es ist ein bisschen seltsam. Sehr effektiv. Pampros gleich mal erledigt. Ja, tut mir leid, mein Freund. Aber so läuft das hier nicht. Oh, Gott sei Dank. Libeldra. Libeldra ist ein Drachen-Pokémon. Da möchte ich doch ganz gerne Bundlebee einsetzen. Bundlebee, du bist dran. Du schaffst das. Ah, so süß. Ja, Libeldra. Oh, was für ein cooles Pokémon. Ja, sie hat eine Boden-Pokémon. Aber ich möchte mal behaupten, dass ich gegen die ganz gut gewappnet bin mit meinen ganzen Pokémon, die alle Pflanzen und Attacken und so können. Ne? Und die Typenschwäche Drache war jetzt halt auch nicht so cool für die Beldra. Und noch ein Volltreffer, sagte ich. Oh, wenn es so ein schönes Pokémon ist. Hatte ich früher auch im Team, als es neu in den Editionen war. Gastrodon. Da wäre ich jetzt wieder für Matidea. Gucken wir einfach mal, ob das klappt. Bundlebee, hast du super gemacht. Los, Matidea, du bist dran. Du hast noch mal eine Chance. Zeig, was du kannst. Okay, wir setzen jetzt... Oh mein Gott, es ist auf dem gleichen Level. Wir setzen jetzt hier Blütenwirbel ein und hoffen einfach mal, dass wir... Wir sind sogar schneller, ja. Es ist ja auch ein sehr langsames Pokémon. Durch die Doppeltypenschwäche haben wir natürlich auch gewonnen. Großartig. Dafür, dass es auf dem gleichen Level war. Ah, fast gleiches Level. Stimmt, Matidea ist jetzt auch schon Stufe 50. Haben mehr. Du bist so stark, dass ich das selbst in meinen Eingeweiden spüre. Was? 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 Uiuiuiui, du hast mir ja richtig gezeugt. Es hat echt Spaß gemacht. Selbst wenn ich alles gebe, bin ich dir nicht gewachsen. Aber ich habe viel dabei gelernt und dafür bin ich dir sehr dankbar, Mona. Hier, der Z-Kristall vom Typ Boden, auch Therium Z genannt, gehört dir. Oh, super. Den können wir für unser Pampros eigentlich ganz gut gebrauchen, ne? Große Prüfung bestanden! Wer hätte das gedacht? Ich zeig dir auch noch die dazugehörige Pose, also pass gut auf. Oh. Das ist die coolste von allen bis jetzt. Hey ja! Das ist die coolste Pose von allen. Das ist die coolste von allen. Ach, ist das krass. Puh, ich muss schon sagen, dass du da wirklich eine ganz besondere Trainer als Freundin gefunden hast. Dann macht euch mal auf den Weg zum Podium. Geht es dort entlang? Der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Du wirst darauf kommen, welche Trainer treffen. Das wird kein Spaziergang, so viel steht fest. Du musst jetzt stark sein, Lilly. Wenn irgendwas ist, dann sind Pampros und ich sofort zur Stelle. Danke, Hapu. Ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, ich werde den OP-Trainer Tyler wieder einschalten. Um hier möglichst viele Erfahrungspunkte mitzunehmen, denn ich habe das Gefühl, der Levelanstieg wird jetzt wieder ganz schön rasant sein. Dann muss ich wenigstens nicht offscreen trainieren. So verpasst ihr halt nichts. Ne? Klar, ein paar meiner Pokémon sind den anderen schon weit voraus. Aber gerade gleicht es sich ja auch mit den Levelpunkten wieder an. So, wenigstens ein bisschen Heilung reinhauen. Wir haben ja genügend Zitrobeeren. Ich meine, what the fuck. Die werden wir nie aufbrauchen. Tja, Lilly, los geht's. Ah, der Canyon von Pony. Beeindruckend, findest du nicht? Ah, dieses seltsame Ding hier, soll das ein Wegweiser sein? Ach, Mona, nimm bitte das hier. Toppbeleber. Ach Mensch, was du alles so dabei hast. Dieser Toppbeleber, den habe ich im Ätherparadies gefunden. Ich werde, sobald ich mich gesammelt habe, da werde ich dir folgen, Mona. Ich muss stark genug werden, um Muttern wirklich in gleichermaßen helfen zu können. Bevor du weitergehst, mache ich deine Pokémon wieder fit. Oh, das hätte ich mir fast gedacht. Na, was soll's. Als Trainer musst du dafür sorgen, dass deine Pokémon wohl auf sind und dir vertrauen. Dann könnt ihr die Zeit miteinander genießen. Na dann, auf geht's. In den großen Canyon, voller Pokémon-Trainer. Und gleich am Anfang wartet hier schon ein Typ auf mich, der genauso aussieht wie der Älteste vom Seevolk. Trainer und Pokémon sollten gleichermaßen frei sein. Freiheit ist das einzig Wahre. Ah, wir haben hier so einen rebellischen Dude, ja? Alles klar. Ich finde den Veteran Leopold. Hallo, Leopold.
Ich finde den Sprite von ihm total cool. Ein Kurtel. Da ist jetzt mein Mantidea leider ein bisschen fehl am Platze. Sekunde. Ich möchte gerne Pokémon tauschen. Oh, ist ja ein Lichtschön. Ich möchte gerne meine Pokémon gerade tauschen, weil das ist... Das wollte ich gar nicht. Huch, es leckt so ein bisschen manchmal. Prima, René. Mein Freund. Einmal mehr wirst du den Tag retten mit deiner Schaumserenade. Wow! Und René weicht momentan richtig viel aus. Krass. Hat sich dazugelernt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trainer da auf uns warten, aber ich sehe, der Levelbereich hat schon wieder ganz schön angezogen. Die sind schon Stufe 46. Die sind quasi stark genug, um durchaus mit Hapu-U mitzuhalten. Das ist schon knifflig. Ich werde mir mal ein Pokémon-Spiel ohne Level wünschen, sondern dass man seinen Pokémon halt, also dass man wirklich ein bisschen Reaktionszeit beweisen muss, dass man Typenvielfalt beweisen muss, mit den Attacken taktischer umgehen muss und so weiter und so fort, mehr mit Items machen muss. Und jeder Kampf immer, egal was man tut, eine Herausforderung ist. Liegtpreis. Eine Schamattacke, die den Spezialangriff des Ziels stark senkt, falls es dem anderen Geschlecht angehört. Nee, danke. Vergessen. Nein, danke, wollte ich sagen. Bekannten Attacken behalten. Ja, genau, so war das. Sehr gut. Nur Erfahrungspunkte. Ich nehme die mal mit. Das ist mal ganz gut. Akani, nee. Da möchte ich auch ganz gerne mit meinem René bleiben. Bedroher. Mann, erst Sonne und jetzt werde ich bedroht und alles und überhaupt. Das finde ich nicht gut. Schaumserenade! Oh, wir sind schon wieder ausgewichen. Was geht denn ab, René? Meine Güte. Du zeigst dich ja heute hier von deiner besten Seite, mein Freund. Wow, das Akani hat eine ziemlich hohe Spezialverteidigung, möchte ich dazu sagen. Und wieder Schaumserenade. Turbo-Tempo, diesmal trifft es natürlich. Ja, und tut ganz schön weh. Turbo-Tempo ist eine ziemlich coole Attacke. Habt ihr ja gesehen, die hat uns auch schon ganz oft den Poppes gerettet. Und fertig. Sehr gut. No, Jätzchen. Und tschüss. Beb. Gut so. Seid frei. Frei wie ein Wingull. Da zwinkern. Das ist so richtig so der etwas ältere, erfahrene Pokémon-Trainer-Dude, ne? Da so ein bisschen. Naja, schon was beibringen kann und möchte. Ah, hier kann ich Sachen kaputt machen mit einem Pampros, ne? Oder mit. Ne, mit Pampros war das mit was? Unwegsames Gelände, Anlauf Felsensatrümmern, genau. Das muss ich mit. Oh, ein Trainer hat mich spontan gesehen. Die Inselwanderschaft führt hier durch? Die Jungen von Alola ist echt hart im Nehmen. So eine Wanderin. Ich dachte schon, sie ist auch jemand, der auf Inselwanderschaft ist. Sag mal, wie haben die das eigentlich in der Zeit gemacht, als die keinen Inselkönig hatten mit der Inselwanderschaft und allem? War dann einfach da, hat man ausgesetzt, ne? Oh, ein Elfhuhn! Oh, der ist eine flauschige Polle! Das ist so ein süßes Pokémon. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Pokémon. Ich weiß nicht, also hätte ich auch gerne als Pflanzen-Pokémon gehabt. Ich bin ja mit Mantidea hier die ganze Zeit lang total falsch am Start. Und Verschämtheit, los, Corny. Baumwollsaat. Dann würde ich sofort meine Allergietablette nehmen, wenn ich das sehe. Toll, meine Initiative ist gesunken. Aber ich habe ein super schnelles Pokémon, das mit Funkenflug jetzt... Oh, doch nicht. Vergesst es. Die Initiative ist jetzt... Jetzt ist sie im Keller. Jetzt schleiche ich zu Elfhuhn hin und zünde es mit einem Streichholz an. Puck. Seht ihr? Hui. Sehr effektiv. Weiter so. Gut gemacht. Wow. Na dann. Scheint ein ziemlich schnelles Pokémon zu sein. Vielleicht möchte ich das ja auch mal irgendwann. Stachelfinale. Ist das nicht eine Explosionsattacke? Gelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffswert drastisch. Oh, das ist ja nicht uninteressant. Dann machen wir das mal anstelle der Nadelrakete. Also das könnte man dann so als letzten Hit nutzen, das Stachelfinale. Cool. Passt ja auch sehr gut zu einem Igel. Hut ab vor der Jugend der Alola-Region und auch vor dir und deinen Pokémon. Danke. Danke. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Pock. Dann kann ich mich hier ein bisschen umgucken. Oh. Da muss ich wieder absteigen. Nee, wie war das noch? Absteigen. Kann ich absteigen? Absteigen. Also ich muss A drücken. Also ich dachte schon. Was denn hier drin? Ach, ich kann da einfach durchkriechen. Oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Jetzt ist vorbei. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wirklich nicht. Kein Plan. Oh, hier sind ja noch wilde Pokémon.
Ja, ist eine Höhle. Hätte das gedacht. Ich bin ja so ein Schnitzblitzmerker, ein Rokara. Okay, mit Mantidea bin ich ja definitiv falsch. Besitzen wir schon? Haben wir irgendeine Attacke, die... Ja, Gott, stimmt doch. Du bist kein Eis-Pokémon, ne? Ich habe das immer als Eis-Pokémon in Erinnerung. Du bist gar kein Eis-Pokémon. Wieso habe ich dich als Eis-Pokémon in Erinnerung? Was habe ich denn da abgespeichert? Und du bist ja sogar noch langsamer als ich. Na, das muss man erstmal hinkriegen. Au, ich wurde mit Fossilien beschmissen. Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Ich meine, das sind wertvolle Ressourcen der Natur. Wunderschöne Abbildungen. Und das beschmeißt mich einfach damit und sie gehen kaputt. Verschämtheit. Was hast du jetzt davon? So. Weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach, hier. Bei ihr. Ah. Okay. Verstehe. Hier geht es hoch und runter, links und rechts. Und man weiß manchmal nicht, wo man landet. Rims, bims. Aber den Pokéball, den genehmige ich mir. Was? Oh, wildes Pokémon. Ich dachte gerade, hä? Was ist passiert? Bin ich gegen die Wand gelaufen? Ach, ein Golbat. Wer hätte das denn gedacht? Ich will aber nicht gegen Golbat kämpfen. Golbat ist viel schneller als ich. Das wird wahrscheinlich schwierig mit dem Flüchten. Oder? Oh, Gott sei Dank. Ich will jetzt nicht gegen Golbat kämpfen. Ich möchte eigentlich nur gerne hier hoch und dann gegen... Oh, Doppeltrainerkampf. Geil! Kaum in Ordnung, Alola ist gefährlicher als dieser Canyon. Versuche unbedingt, ihn zu bezwingen. Dann zeig mal, wie ernst es dir und dein Pokémon wirklich ist. Wir sind gespannt. Na dann, auf in den Pokémon-Doppelkampf. Davon hätten sie mehr reinbringen können. Die finde ich alle ziemlich cool. Die Doppelkämpfe machen echt viel Spaß. Oh, es ist ein richtiges Ass-Duo von coolen Ass-Trainern. Ja, wart. Und ich habe es nicht mehr lesen können, aber sie setzen Eis-Pokémon ein. Ach, Mann, oh. Ungünstig. Ich habe kein Pokémon, das fliegt, sodass ich, wenn ich Mantidea austausche, Pampos Erdbeben einsetzen lassen kann, nicht wahr? Das ist alles sehr ungünstig für mich. Ich möchte... Oh mein Gott, das laggt. Das laggt unfassbar. Ich möchte... Bumblebee dürfte doch eigentlich nicht... Das dürfte doch... Also eigentlich fliegt es. Nee, warte, was? Was ist los? Wenn wir mal zurückgehen? Moment. Also Mantidea soll ausgetauscht werden gegen Bumblebee. Genau. Tauschen. Sehr gut. Und Pampros soll einsetzen... Ach, ich setze jetzt einfach mal Erdbeben ein. Es trifft uns alle gleichermaßen, aber... Also bei Mantidea wäre es nicht sehr effektiv gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Bumblebee ist. Das fliegt doch eigentlich. Eigentlich fliegt das. Autsch, das wird wehtun. Oh oh. Oh oh, Metallklaue. Oh mein Gott, mit Bumblebee ist ausgewichen. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Was ich meine... Okay, es trifft auch Bumblebee. Das ist aber nicht so dramatisch, Gott sei Dank. Das ging jetzt leider nicht anders. Kann ich... Habe ich irgendwelche Attacken, die mehrere Pokémon treffen? Nein. Flatterreigen hier schon mal gar nicht. Na klar. Pollenknödel vielleicht. Nee, auch nicht. Und wie sieht es mit der Psychokinese aus? Auch nicht wirklich. Ja, dann werde ich meinen Pampros wohl auf jeden Fall mal eintauschen. Am besten gegen Primarine. Dann der kann durch Eisattacken nicht so viel Schaden erleiden. Ist ja richtig... Geht ja richtig ab hier. Diese wunderschöne Alola-Form von Vulnona. Und Sandama. Okay, Sandama ist ein bisschen weird. Vielleicht das reicht sogar. Aber Vulnona sieht wunderschön aus. Das ist hier ein Eis-Pokémon. Das ist nicht spannend gemacht. Oh, Stufe 51. Wunderbar. Eisspeer. Das sieht cool aus. Autsch. Ist das eine Mehrfachattack? Ja. Cool. Ja klar, er feuert quasi die Zacken von seinem Rücken ab. Sandama ist so ein... Ist das ein Stachelschweinchen so ein bisschen? Oder auch so eine Art Igel? Ich habe mich... Das könnte auch so eine Maulwurf-Variante sein. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, was gut gegen Sandama ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie Doppeltyp Boden hat. Einfach die Schaumserie. Oh, das trifft alle. Okay, dann vielleicht lieber nicht. Vielleicht dann auch die Mondgewalt. Dann machen wir jetzt doppelte Mondgewalt-Power. Wer kennt wohl die Macht des Mondes? Achso, du hattest ja nur noch einen Pixel. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das keine Lebenspunkte mehr hatte. Wunderbar. Sehr schön. Stufe 51 für Mantidea. Sehr nett, sehr nett. Respekt, ihr schafft es locker bis zum Podium, da bin ich mir sicher. Bravo, wer so viel Entschlossenheit zeigt, sollte sich definitiv auf zum Podium machen. Ja, wäre auch von mir. War ja richtig gut hier. Alter Schwede.
Ja, dann werden wir uns mal auf zum Podium machen, aber das wohl erst in der nächsten Folge, denn es ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass ich sagen muss, danke fürs Zuschauen, kommentieren und bewerten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann halt nicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder auf dem Weg zum Podium und dann das legendäre Pokémon beschwören, hoffe ich zumindest. Und dann wird hoffentlich wieder alles gut, landen wir dann auch in dieser wilden Ultra-Bestien-Welt. Und was wird passieren? Ich bin sehr gespannt. Macht's gut, Leute. Hashtag Chuchu.